Hi, hier ist wieder der Lars von All About Samsung. Ich bin immer noch auf dem MWC in Barcelona unterwegs und ich bin auch immer noch mit dem Samsung Galaxy S6 und S6 Edge beschäftigt. Hier haben wir das normale S6, also ohne die Edges, und ich mag das Ding trotzdem. Und was ich ganz interessant finde, das Ding ist gerade mal 6,8 mm dünn. Es ist damit sogar einen Ticken dünner als das S6 Edge und trotzdem versteckt sich hier unter der Haube was Besonderes. Erstmal die Rückseite, Glas, das heißt, da kann Strom bzw. magnetische Felder durchkommen. Und unter der Haube steckt zum einen ein Akku. Klar, der gehört in jedes Smartphone. In dem Fall hat er 2550 mAh. Was jetzt das Besondere ist, der lässt sich auch kabellos laden. Induktives Laden ist halt so eine Sache. Wer sich damit ein bisschen auskennt, weiß, dass es ganz grob gesagt so funktioniert, dass man eine Kupferspule hat. Und die braucht halt auch ein bisschen Platz. Deswegen waren so spezielle Cover für das Galaxy Note 4 zum Beispiel immer ein bisschen dicker als die normalen Cover, weil eben diese kleine Kupferspule mit rein musste. Beim Samsung Galaxy S6 und S6 Edge hat man diese Technik integriert in das Gehäuse, obwohl es trotzdem so dünn ist. Und das finde ich echt schon eine krasse Leistung, wenn man weiß, welche Technik dahinter steckt. Hier haben wir mal so ein ganz normales Charging Pad. Wäre es jetzt ein bisschen dunkler, würde man sehen, dass es sogar leuchtet, wenn man lädt. Ist in dem Fall jetzt nicht so möglich, weil es hier einfach zu hell ist. Aber ich kann euch mal zeigen, wie das mit dem Wireless Charging funktioniert. Wenn ich jetzt das S6, man muss ein bisschen darauf aufpassen, der ladebare Bereich, der ist irgendwo so genau in der Mitte, an den Rändern, da funktioniert es nicht. Man könnte es gar nicht auf die komplette Breite bringen, weil irgendwo muss halt auch der Rest Technik hin. Wenn der ladebare Bereich ungefähr in der Mitte ist und man legt das so einfach drauf, dann seht ihr oben rechts das Symbol, wenn endet sich. Also ne, hier seht ihr den Blitz und hier unten steht jetzt Charging Wirelessly. Also jetzt wird das Ganze kabellos geladen. Wenn ich das jetzt wieder hochhebe, seht ihr, Wireless Charging Pause, also das Ganze wird wieder einfach unterbrochen. Und das ist sehr, sehr einfach. Ja, ihr seht das, einfach drauflegen, Charging Wirelessly und wieder runternehmen und dann wird das Ganze wieder unterbrochen. Der Nachteil dabei ist, induktives Laden ist nicht annähernd so effizient wie das Laden über das Kabel. Über das Kabel kann man in einer halben Stunde ungefähr 50% laden über eine spezielle Technik von Qualcomm. Das nennt sich Fast Charging, das ist möglich. Über das Ding hier leider nicht, da liegt der Output irgendwo so bei 500 mAh wohl, und bis das Samsung Galaxy S6 und S6 Edge komplett darüber geladen ist, vergehen schon 3 Stunden, wenn man von null anfängt. Also es ist deutlich langsamer, dafür allerdings auch sehr, sehr komfortabel. Vor allen Dingen, wenn dann irgendwann Hersteller von Möbeln, IKEA hat ja zum Beispiel angefangen, das irgendwo in ihre Möbel integrieren, zum Beispiel in die Lehne zum Beispiel oder in der Lampe, man legt es dann einfach hin, dann heißt es Wireless Charging gestartet, wenn man es dann richtig hinlegt. Und wenn man es dann wieder runternimmt, steht dann wieder Wireless Charging Pause. Das ist also sehr, sehr induktiv. Wäre sehr, sehr intuitiv und gefällt mir persönlich sehr gut. Ich hoffe, diese kleine Demonstration des induktiven Ladens beim Samsung Galaxy S6 hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen dazu habt, ab damit in die Kommentare. Ansonsten bin ich hier in Barcelona noch ein bisschen länger unterwegs, kann euch die Fragen also hoffentlich beantworten. Und ansonsten sehen wir uns die Tage wieder im Blog. Ich bin Lars, ciao.